Willkommen zurück. Dritte Mission, nee, dritte Folge. Solo-Kampagne Battlefield 4, Mission 1. Zwei Spieler davor. Einer an Maus und Tastatur, der andere mit dem Gamepad. Noch irgendwas? Sagt dein Geburtsjahr? Kontodaten bitte. Jetzt. Kontodaten, also Kreissparkasse München. Ja, ich hoffe ganz inständig, dass alle, die in ein ernsthaftes Let's Play dazu sehen wollten, dass wir die jetzt erfolgreich in diesen ersten beiden Folgen vergrault haben. Nicht weil ich euch nicht mag oder so, sondern... Wir lieben euch alle. Weil, stellen wir uns jetzt eigentlich nochmal vor, oder das mache ich, mach ich gleich auch nochmal. Okay. Ganz im Ernst, weil ich will ja nicht, dass irgendjemand enttäuscht ist, aber ich will auch nicht, dass jemand falsche Erwartungen hat. Deshalb, sagen Erwartungsmanagement wir das ja auch. Ist ja auch voll wichtig, sagt man. Ja, total. Also das... Jedes Mal, bevor es richtig rund geht, frag mal die von Star Wars The Old Republic und so, die hätten das vorher auch gerne anders gemacht. Ach, erwarten sie nichts Großes. Aber wir haben in der letzten Folge in einer hochdramatischen Situation pausiert. Wir haben dem Dan, der hier unser Squadführer im Moment eigentlich, glaube ich, noch ist, das Bein abgeschnitten mit einem Zack, mit einem Messerschwung. Und der blutet jetzt gerade auf dem Rücksitz aus. Und ich habe das Gamepad zur Seite gelegt. Ich bin zwar nicht gestorben, aber die Folge war vorbei und damit ist jetzt wieder der André dran. Oh. Damit auch wieder willkommen zurück, André Peschke, unser Gaststar hier heute, der die Sache auch sehr ernst nimmt. Genau. Natürlich. Wie ich. So ernst wie ich. Also spielen wir weiter. Völlig rette mal den Tag. Ja, grundsätzlich auch so ein etwas ernsterer Mensch. So, wir spielen weiter. Das habe ich mir auch gedacht, als ich dich letztens in diesem Hähnchenkostüm gesehen habe. Genau, zum Beispiel. Dachte ich mir, da ist er wieder, das ernste Küken. Das ist unser 30-Euro-Hühnerkostüm von Amazon. Steig doch mal ein ins Auto. Eine Geschichte für sich. Bisschen hektisch, das Feuer. Und wir waren ja das letzte Mal dabei. Also man sieht ja hier, unser Team ist in Panik. Ja, wir haben keine Worte mehr für den Schwachsinn, den wir machen. Auf dem Rücksitz ist irgendjemand, dem ein Bein fehlt, dieser Mann. Dann, der schläft schon mal. Ja, ich glaube, hieß dann. Aber, ja. Ja, und jetzt. Ein Knaller, zünd ihn. Ja, also wirklich. Entschuldigung, aber vielleicht muss man den auch zweimal bringen, damit er richtig wirkt. So, und nachdem wir jetzt irgendeine Das ist ja immer die gute Lösung für Witze, einfach nochmal. Ja, natürlich. Oder erklären, ist auch immer super. Worum geht's denn hier lang? Ich sollte doch nicht durch das Feuer fahren, oder? Ich glaube, da links rum. Links rum? Nee, ich glaube, wir müssen da durch, oder? Müssen da durch. Aufs Licht? Fahr aufs Licht zu. Oh ja. Ja, also wir haben ja irgendeinen, du kannst ja auch einfach mal nach vorne gucken, nicht irgendwie in den Rückspiegel. Arglosen Zivilisten dieses Auto geklaut. Hier ist ja aber auch. Ey, die Sicht ist aber auch scheiße. Eigentlich rausgekommen? Ja, ich weiß auch nicht. So guck doch mal nicht aufs Lenkrad, was machst du denn? Guck doch mal durch die Fensterscheibe. Ich kann mit der Maus nicht umschauen. Ah, durch den Zaun und jetzt. Ah, das ging aber auch jetzt sehr plötzlich. Guck mal ein bisschen höher. Kannst du nicht mit der Maus ein bisschen höher gucken? Ja, sehr gut. Willst du mehr vom Himmel sehen? Ich will mehr von der Fensterscheibe sehen. Von der Fensterscheibe? Das ist eine schöne Fensterscheibe. Ja, nicht. Hier, wir dann sind hier, das Ding ist auch schon wieder. Sie sind dabei. Und jetzt geht's Story. Wenn unsere Interview Chang und die Russen korrekt ist, kommt keiner hier lebend raus. Also wir wissen, es gibt einen Admiral Chang. Und hier kommt keiner lebend raus. Und der kooperiert mit den Russen. Und hier kommt keiner lebend raus. Okay. Und wir heißen Wrecker. Ja. Und der Typ, der dann heißt, hat schon ein Bein verloren. Ja. Jetzt könnten wir den Witz nochmal bringen. Was, welchen Witz? Na, hieß dann. Ach so. Ja, siehst du, jetzt lachst du schon viel mehr. Ja. Ey, noch zwei, drei Mal und dann. Oh, wow, da ist er wieder, der Hubschrauber. Der falsche Hubschrauber ist da wieder da. Wo ist eigentlich unser Hubschrauber? Ach, den hat er ja schon. Ja, der hatte einen kleinen bedauerlichen Unfall. Die wollte ja so exquisit landen, die Dame. So, jetzt können wir uns schon mal anschauen, wie das nächste Need for Speed aussehen wird, das ja dann auch auf Frostbite basieren wird. Also Frostbite 3. Auch mit Hubschraubern? Obwohl, mit Hubschraubern schon, Verfolgungshubschrauber. Ja, also, aber wahrscheinlich keine Hochkomms. Weißt du noch früher, die Autorennspiele, da hat, glaube ich, Ridge Racer oder so, da gab es diesen Hubschrauber, der über die Strecke fliegt und danach hatte dann jeder diese Hubschrauber, die irgendwo mal langfliegen mussten oder wenn sie richtig cool sein wollten, auch mal ein Flugzeug. Ich fand das immer gut. Natürlich fand man das gut. Damals fand man alles gut. Lens Flares war ja auch super. Vorsicht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt so gewollt. Lens Flares ja heute noch geil. Und jetzt kann ich schon nichts mehr tun. Oh, jetzt aussteigen. Das ist jetzt hier... Was? Lass die Schweine... Zünd die Schweine an. Den Schweine. Was ist, wenn ich diesmal nichts mache? Soll ich mal nichts machen? Ja, mach mal nichts. Wir machen mal nichts. Verstört. Diesmal wirklich, ja. Hat er uns angezündet. Ja, diesmal ist nicht so wie. Eingangs hatten wir das ja schon mal ausprobiert. Und dann hat das Programm sich entschlossen, ja, wenn du nicht schießen willst, dann mache ich das halt. Aber diesmal muss man selber ran. Da muss man die Schweine schon selber brennen lassen. Das macht keiner für dich. Ja? Das musst du selber machen. Und jetzt hier wieder im Tunnel. Kann ja mal hier so. Ach Mann, ich wollte zur Seite gucken, aber ich kann nicht. Ich kann nur so
rauf und runter oder gar nicht irgendwie im Moment. Es wird sehr festgefahren. Meine Maus, mein Maus-Look ist gerade eher so ein Maus-Fix. Arschknapp war das. Was für ein Ausdruck. Er richtet sich. Die deutsche Übersetzung ist auch so eine Geschichte. Also gut. Und was jetzt greift er mir denn ins Lenkrad? Na, dann, was soll denn das? Damit er dir die Knarre geben kann und damit, während er steuert. Jetzt lass mal die Schweine brennen. Jetzt lass mal die Schweine brennen. Hier, ihr Schweine. War's das schon? Habe ich nur daneben geschossen? Nee, du hast daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen. Ich habe auch gar nicht gesehen, wohin ich geschossen habe, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber so ein kleines Zielkreuz eigentlich. Ja, das Zielkreuz habe ich gesehen, aber als ich dann auf die Maustaste drückte, dachte ich, jetzt sehe ich irgendwo diese Granate fliegen in Zeitlupe. Wir befanden uns ja in Zeitlupe. Aber irgendwie ging das dann alles sehr fix. Könntest du jetzt zurückfahren eigentlich? Was passiert denn dann, wenn du umdrehst? Dann sehen wir wenigstens mal was von der Landschaft hier, ne? Das wäre sogar, wenn es wie früher im ersten Need for Speed ist, wenn du es da geschafft hast, irgendwie umzudrehen, da war ja die Welt nur in eine Richtung gebaut. Und in die andere Richtung war einfach nichts. Da war nichts texturiert oder so. Es war einfach nichts da. Das war der Hammer. Ja, das ist die Sorge, die du jetzt haben solltest, ey. Du kriegst zu Hause so einen Einlauf, wenn du da mit nur einem Bein ankommst. Geil. Hätte ich nur den Peter geheiratet, der hat zwei Beine. Wo fahren wir denn lang? Das ist der Hammer. Ich weiß es gerade nicht, aber es läuft. Voll durch. Ja, Entschuldigung. Geil. So ein Humvee, der hält was aus. Das ist Open World. So ein bisschen wie bei Skyrim mit dem Pferd jetzt bestimmt. Ich muss nur den richtigen Winkel finden, dann geht das schon darauf. Jetzt komm schon, Battlefield. Lass wir folgen mal. Überhaupt nicht der Dramaturgie, die sie sich da lange ausgedacht haben. An dem Skript haben sie ja Jahre gewerkelt. Ach, Jahre. Unterschätzt es wieder, was das für eine Arbeit ist. Was ist denn das für ein Gebäude? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen so nie wieder solche Gebäude, wenn ich ehrlich bin. Fahr mal durch den Zaun. Durch den Zaun kannst du bestimmt fahren. Welchen? Den da vorne? Ja. Meinst du da, wo auch so eine rampenähnliche Konstruktion schon hinführen? Ich glaube, weiß ja nicht, ob wir da nochmal durchkommen. Ich glaube, das war ein Bug, dass wir hier reinkommen. Ja, ich glaube auch. Das war nicht so vorgesehen. Ja. Ja. Scheiße. Naja, ey, dann steigen wir halt alle aus und machen zu Fuß. Was dann? Ach nee, doch nicht. Humpelshow. Was war das? Ist das der Hubschrauber? Ja, ist der Hubschrauber. Das war jetzt aber sehr abrupt. Da haben wir vorhin ein bisschen mehr ausgehalten. Aber es war wahrscheinlich das Beste, was uns passieren konnte, damit wir nicht den Rest der Folge hier im Kreis fahren und erklären müssen, oh, guck mal, wir schaffen das schon. So, jetzt machen wir es mal. Jetzt machen wir es wieder nach Skript. So ganz ordnungsgemäß. Aber da haben wir jetzt den Leuten schon wieder was geboten, was man sonst nicht... Ich glaube, alle Speedrunner haben gleich gedacht so, oh, 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 kann man da abkürzen? Und dann haben sie gesehen, was wir da gemacht haben und haben sich gedacht so, okay, vergessen wir. Was zuckelt der denn da rum? Ja, ich weiß nicht, ob unser PC da nicht gerade gesagt hat. Wo sonst macht der PC gerade eigentlich? Nö, nee, eigentlich. Gut. Ich bin extrem zufrieden. Bestimmt ein GameStar-PC. Jetzt lass doch endlich mal die Schweine brennen. Jetzt lassen wir mal die Schweine brennen, ja. Wenn ich das hinkriege. So, jetzt guck mal hier, ein bisschen hoch, ne? Oder? Und schieß halt vorbei. Aber du darfst nicht dran denken, dass die Granate. Aber die ballistische Kurve und so, ich hab ja so ein bisschen drüber. Das darf man nicht. Das ist der falsche Gedanke. Aber siehst du, wo die Granate hingeht? Hast du irgendwas gesehen? Man sieht nichts. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich zu hoch oder zu niedrig geschossen hätte. Nee. Aber ich glaube, es ist wirklich, man darf nicht vorzielen. Also das Spiel will nicht, dass man so weit mitdenkt, dass das eine Option ist. Also ich glaube schon, dass es das. Weißt du nicht, dass der Hintergedanke ist, dass wir grobe Deppen sind, die vor dem Monitor sitzen und das Spiel sich dementsprechend anpasst. Also so Menschen, die quasi auch, sage ich jetzt mal, mit der Ansprache, lass die Schweine brennen, sehr gut zu erreichen sind. Ja, ich weiß nicht genau, wie sich DICE sein Publikum vorstellt, was sie da sehen, wenn sie so ein Spiel entwickeln, was das für Leute sind. Also sie haben ein Bild.de-Zitat auf ihrer Verpackung. Lass die Schweine brennen, ey. Der Satz wird auch nicht schlechter, wenn man ihn mehrmals sagt. Wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, wo ich diesen Satz höre. Habe ich jetzt... Jetzt habe ich tatsächlich getroffen. Nein. Eieiei. Ah, toll. Okay. Also nicht so viel denken. Aber doch immer mal das Handansteuer genommen. Ey, damit wir nicht unter Wasser eine falsche Abzweigung nehmen. Ab ins Wasser. Ja, Tombstone hat die Intel. Jetzt Story. Psst. Und telefonieren wir hier gerade? Er ist eingeblendet. Komm, Story. Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suicide regeln mussten. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel so die wirklich wichtigen Settings, Strukturen einer seiner Spielwelt
in so einer Nebenbei-Szene erklärt. Das deutet immer darauf hin, da kommt noch richtig was. Also das ist ja keine Nebenbei-Szene, Entschuldigung. Das ist der Abschluss einer dramatischen Unterwasserszene. Scheiß Kriegsrecht ist auch eine Aussage. Verbarmen. Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Ekelhaft. Fairness und Redefreiheit, das Letzte, was Halt's wir brauchen Maul, können. Ey, keine Redefreiheit. Wirklich. Wir könnten den jetzt durchfoltern bis morgen früh, aber ey, scheiß Kriegsrecht. Aber geil sieht's aus. Schon. Ich sollte so einen Timer mit reinbauen, wie oft ich sage, wie geil es aussieht. Das wäre so, können wir das oben rechts so einblenden, wie so ein Bodycounter, so ding, ding. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Kovic koordiniert. Laszlo W. So hieß der doch bei Casablanca. Geschossen. Hieß wer? Ja, der Mann von Ilsa. Echt? Hieß Laszlo? Der hieß Laszlo. Was ist die für ein Name? Der andere Mann quasi. Der in der Geschichte. Falls ihm etwas zustößt. Ach, guck mal, jetzt sind wir schon Teamleader. Sein Verlust ist eine Tragödie. Weißt du, wie bei Command & Conquer mit, weißt du, Power shifts quickly in the Brotherhood. Ja. Bam, erschossen. Okay, du bist jetzt der nächste Chef. Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Oh, ja, ey. Genau. Kein Platz für Fehler. Ja, die Mission ist rum. Eigentlich wärst du dran, ne? Oh ja, cool. Das ist ja geil. Das Gamepad ist sogar noch an. Hoffentlich hält der Wagen durch. Wieso, was haben sie denn für einen Schrottwagen? Es wird nichts passieren. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oh, schau mal, der Battlefield-Dinosaurier. Der doch auf jeder Battlefield 3-Karte irgendwo versteckt war. Cool. Wie schön er baumelt. Gestorben und ich will sie nicht anlügen. Wow. Wow. Tut mir leid, Miss. Miss, war das nicht eher eine Ma'am? Das ist doch alles voll verarscht. Mit Kind? Es geht doch alles. Heutzutage, weißt doch, die ganze Moral, Strafmoral ist erodiert. Wir sind hier undercover unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir sollen VIPs aus irgendeinem Gebäude retten und der Laszlo wird uns da treffen. Motorisierte Infanterie. Dieser Dinosaurier, ey, der dreht voll durch. Behalte dich unauffällig. Unauffällig? Genau. Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Diese ganzen Militär-Shooter, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich finde immer, das hat immer so einen leicht rassistischen Unterton alles. Du hast auch irgendwie immer so als Gegner, weißt du, so ferner Osten und China und Hü und Hot. So. Ja, auf alles, auf das die Amerikaner gerne schießen würden. Ja, schau. Auch der DLC hier, China Rising, das ist wahrscheinlich auch so ein Albtraum, mit dem der durchschnittliche Redneck oder so immer aufwacht. So, oh mein Gott. Natürlich, klar. So, aber schön ist das. Aber schön ist das. Counter wieder. Wir zählen jetzt einfach mal mit. Für alle, die vielleicht doch ein bisschen was mitbekommen wollen, fasse ich kurz zusammen, worum es geht. Also es gibt diesen Admiral Chang, der offensichtlich mit dem Russen kooperiert. Und in China sind sie gerade mitten dabei, einen kleinen internen Bürgerkrieg zu starten, nachdem dieser Yin oder wie er heißt, also der vorherige Präsident, offensichtlich getötet wurde. Und wir sind jetzt in Shanghai und sollen also wichtige Personen retten und treffen irgendwie irgendwo an irgendeinem Treffpunkt einen Typen, der Laszlo heißt, wie der Typ aus Casablanca. Wer Casablanca noch nicht gesehen hat, der sollte das tun und keine Vorurteile gegen den Film haben, denn dieser Film ist für 4 sehr wichtige Filmzitate verantwortlich. Ich weiß, ihr wollt sehen, wie es weitergeht, aber ich habe andere Interessen, denn diese 4 Filmzitate sind... Das ist jetzt hier im Bildungs-TV. Jetzt spiel's noch einmal, Sam. Ja. Schauen wir in die Augen, Kleines. Nein, da ist schon der Fehler drin. Echt? Oh mein Gott. Ja. Dann höre ich jetzt am besten gleich auf. Du löst einfach auf. Das Schlimme ist nämlich leider... Er sagt nie, schau mir in die Augen, Kleines. Er sagt immer, ich schau dir in die Augen, Kleines. Echt, das sagt er? Das ist falsch irgendwie, falsch in das allgemeine Kulturgedächtnis eingegangen. Sehr entsetzlich. Dann, ach genau, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, hattest du schon, oder? Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, was ist denn das? Das ist aber doch gar kein bekanntes Zitat. Natürlich. Das sagt doch keine Sau. Natürlich, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Nein, natürlich. Die das üblichen Verdächtigen kennt man höchstens, weil Kaiser Sosse am Schluss geschnappt wird. Ja, aber da haben Sie doch auch irgendwie die üblichen Verdächtigen verhaftet. Also das ist für mich überhaupt kein gängiges Zitat. Natürlich. Also nein, das sagst du vielleicht morgens beim Frühstück irgendwie Entschuldigung, bitte. In deiner WG. Ja. Und was war das vierte? Genau, spielst du noch einmal, Sam? Ja. Schau dir in die Augen, Kleines. Verhaften Sie üblich. Ach so, und ich glaube, das ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Oh, das lasse ich gelten. Aber das sind nur 3. 3 von 4, das ist mehr als in meiner Abi-Prüfung.
Es ist mehr als in unser aller Abi-Prüfung. Die wenigen von uns, die sowas gemacht haben. Aber hübsch ist es, ne? Also ja, hier sieht der Regen gerade ein bisschen komisch aus, aber ansonsten, ja, da ist super. Aber guck mal, die Pfütze wieder, ne? Wie das da so ein bisschen arg abrupt aufhört. Nee, ach komm. Diese Wellenbewegung. Also irgendwann muss auch mal. Ja, du hast recht. Nee, ist total super, ey. Ja, ach, so, sieht also das bitte schön aus. Die nehmen uns die Geldkoffer von EA wieder weg. Ja. Und es waren so schöne Koffer. Ey, man sitzt also, auch. Ist mir egal, was da drin ist, aber die Koffer sind so schön. Ist echt klasse. Kann ich auch nicht drüber meckern. Hast schon recht. Nee, also wissen wir jetzt irgendwie über die Geschichte alles? Ja, ne? Wir sind jetzt der Teamführer. Wie wird man übrigens im Militär Anführer? Immer das Maul halten. Und warten, bis einer erschossen wird. Genau. Und dann genau kommt die Beförderung von allein. Niemals was sagen. Und der Gag übrigens, ich dachte ehrlich gesagt, das kommt nochmal mit dem dann wieder gestorben ist. Der Gag an der ganzen Geschichte ist ja, er ist ja am Anfang, wir haben es ja gesehen, in diesem Auto eingeklemmt mit seinem Bein. Ich meine, er hatte nur noch die 50-50-Chance, weil er nur noch ein Bein hatte. Und dann klemmt er sich das andere ein. Wie mies ist das denn? Ich kann aber auch verstehen, dass die Jungs hier, dass der Irish, das ist glaube ich der Irish, ne? Und der andere und der Pack, dass die sich noch nicht getraut haben, die Frau anzurufen. Weil das ist ja auch eine blöde Geschichte zu erzählen. Ja, dein Mann, den haben wir das Bein abgeschnitten. Und dummerweise hat er das andere dann eingeklemmt. Da musste man ihn im Auto lassen. Und das Auto habe ich scheiße geparkt. Ja. Aber er hat ja eh schon gesagt, er kriegt schon Ärger, wenn er nur mit einem Bein nach Hause kommt. Stimmt. Also ohne Beine, da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, ey, da brauche ich jetzt gar nicht wieder auftauchen. Das geht einfach nicht. Hat die Frau schon gesagt, nee, ja, den nehme ich nie nochmal. Ja, ohne Scheiße, die hat wahrscheinlich auch gesagt so. Ja, ach so, wie und beide Beine. Demonstration. Ja, schau mal da. Demokratie und Freiheit. Ja, so sieht das aus. In China. Die ist übrigens gerade die Ratte reingegangen, deshalb konnte ich die nicht mehr töten. Ja, aber vor allem auch, also, das ist wieder so ein bisschen, also nicht ganz so schlimm, aber wie bei Amnesia, Machine for Pigs, wenn sie am Schluss versuchen, so die Revolution darzustellen, und dann laufen da so 3, 4, 5 Schweinchen durch die Gegend und denkst dir so, ja, okay, so. Das tippe ich mal, ist wahrscheinlich dieser General Chang. Ja, Counter hoch, bitte übrigens, das sieht nämlich schon echt ziemlich geil aus. Ja, das sieht geil aus. Also, Hammer. Jetzt müsste man Chinesisch können. Was geile Grafik bei Spielen doch machen kann, oder? Wie ja, sehr man vergessen kann, was man für einen Schwachsinn gerade erlebt. Ja. Also ich kann da völlig drüber hinwegsehen. Mir kann das scheißegal sein. Das ist übrigens jetzt irgendwie Spec Ops da. Ich kann echt im Spiel viel verzeihen, wenn es geil aussieht. Weißt du, die könnten da unten jetzt auch wieder Welpen exekutieren und du würdest sagen, da sieht das geil aus. Hast wenn es eine geile Fell-Engine ist? Ja, das geht alles. Ja. Wenn die Physik gut ist. Ja, ja. Ja, wieder eine Folge mit Blödsinn gemacht. Voll. In der nächsten Folge wahrscheinlich mehr davon. Macht's gut. Ciao.